mal die ganze Erde zum Eigentum bestimmt. Auch sollten dir die Sterne reden. Und selbst dem Tod die Herzen. Schweig mir von dir! Warum? Du kannst es dir zwar nicht zurückerobern, doch du kannst dich rächen, Königin! Wir machen gerade die Nibelungen von Friedrich Hebbel im Theater am Bismarckplatz in einer eigenen Bearbeitung. Ich hörte stets, dass Liebe kurze Lust und langes Leid zu bringen pflegt. Wenn du es gleich noch unter deinem Mädchenkranz nicht fühlst, wäre dir auch kein besser bestimmt als dieser hier. Ich will sie nicht zurück. Ich werde nimmer lieben. Nimmer, 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 nimmer. Ich wollte sehr gerne in diesem Stoff verheiraten. Einerseits zu sagen, man lässt dieses Archaische, dieses Ritterspektakel, auch dieses Fantastische. Wer ist's, der heute sterben will? Wer hier nicht siegt, der stirbt sogleich und seine Diener mit. So kommt. Und wir haben eine sehr monumentale Bühne und die Beträge sind hoch und es geht um Blut und Tod und Leben. Töten. Brunhild! Ich lass nicht ab, ich muss es einmal sehen! Aber gleichzeitig das zu verheiraten, mit einem sehr modernen und einem heutigen und auch einem feministischen Blick auf diese Figur. Darf ich den Gatten für dich wählen? Was? Ja. Sag mal, geht's dir noch gut? Das. Und nun zu meinem Recht und deiner Pflicht. Wie eigentlich auch dieses System von Männlichkeit und Heldentum sie immer weiter in das Verderben reißt. Dieses Rätsel werde ich dir lösen, wenn du mein geworden bist. Nie werde ich dein Ich, dein Geheimnis weiß. Und recht werde ich mich. Rache! Geht. Ich danke dir, Kriemhild. Jetzt ist dein Held nur noch ein Held für mich.